Wer in dieser Nacht den Koran liest, wer in dieser Nacht den Koran liest, so als wenn er 83 Jahre den Koran gelesen hat. Und das ist von der Huld und von der Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, mit wenigen Taten viel zu erreichen. Wir sind die Umma, die vor uns gekommen sind, von Nuh alayhi salam, die haben teilweise 1000 Jahre gelebt. Aber bei uns, wir können mit wenigen Taten so viel erreichen, wie die in 1000 Jahren erreicht haben. Stell dir vor, du lebst 50 Jahre und bis jedes Jahr im Ramadan betest du die letzten 10 Tage. Du erwischst 50 Mal hintereinander Laylatul Qadr. Schau dir mal an, wie viel Hasanat du am Ende gewonnen hast. Subhanallah, das ist Laylatul Qadr. Und der Prophet a.s. sagt über den Ramadan, allgemein sagt er, man qama Ramadan imanen wa ihtisaben, غُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Wer den Ramadan im Gebet steht, Tarawih, Qiyamul Layl und so weiter, dem wird Allah das vergeben, was er vorher in Sünden getan hat. Und jetzt schaut euch die Sünde an, jetzt schaut euch diese Rahma von Allah an. Viele von uns, wahrscheinlich, der Mensch ist schwach, hat jetzt diesen Ramadan, wenn er nachguckt, sagt er sich, ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe nicht jeden Tag Tahajjud gebetet. Ich habe nicht jeden Tag Tarawih gebetet. Bin ich jeden Tag im letzten Drittel der Nacht aufgestanden. Und Allah sagt, wer den Ramadan steht, den ganzen Ramadan sozusagen, so hört sich das an. Aber dann sagt er, guck, Allah kommt dir direkt mit der neuen Chance. Man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer Laylatul Qadri im Gebet steht, dem wird das vergeben, was er vorher an Sünden getan hat. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, wofür leben wir? Allah sagt im Koran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyama. Und jüngsten Tag werdet ihr den Lohn bekommen. Was dann? Jüngster Tag, das ist entscheidend. فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Und wer dann von der Höllenfeuer weggebracht wird und in Paradiesgarten hineinkommt, der hat gewonnen. Das ist der Gewinn, das ist unser Ziel. Subhanallah, wirklich ganz ehrlich, wir wissen jetzt, Layla, inshallah ist heute Laylatul Qadr. Sehen wir mal ganz ehrlich, wenn zu jemand von uns gesagt werden würde, wenn du heute den ganzen Nacht in der Moschee bleibst und du machst Bewegungen auf diese Art und Weise, du kriegst morgen, wenn du hier rausgehst, vorne an der Tür 1000 Euro. Jetzt mal ganz ehrlich, würde irgendjemand rausgehen hier? Wahrscheinlich nicht, das heißt, 1000 Euro, aber was sind 1000 Euro? Gegen 83 Jahre Ibadah, die dich Allah näher bringen und die dich inshallah ins Paradies bringen. Was ist Paradies gegen 1000 Euro? Oder was sind 1000 Euro gegen das Paradies? Nichts. Denn das Paradies, was ist das? Allah sagt im Koran, إِنِّي عَدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ, nicht im Koran, sondern im Heiligen Hadith, إِنِّي عَدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَأَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ich habe meinen Rechtschaffdiener vorgebracht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, willst du das Paradies haben? Was ist die Alternative zum Paradies? Schau dir in diesem Vers an. Dieser Vers, Allah erwähnt zuerst das Paradies und danach die Hölle. Schau dir an diesen Vers. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Das Beispiel von dem Paradies, das den Gläubigen versprochen ist. فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Er sagt, dort gibt es Flüsse von Wasser, was nicht schal wird. Von Milch gibt es dort Flüsse, deren Geschmack sich nicht verändert. Von Alkohol, von Khamr, ja, der lecker ist. Und von Honig, der nicht schal wird. Und dann sagt er, dort gibt es von allen Früchten und Verzeihung von deinem Herrn. Und dann sagt er, Kamen huwa kharidun fi nar, ist derjenige so wie derjenige, der für Ewigkeit in der Hölle ist. Und das trinkt er kochen heißes Wasser, dass sein Magen auseinandergeht. Das ist die Alternative. Dass der Magen platzt. Allah sagt, bei uns gibt es schwere Fesseln und Höllenbrand und Speise, die im Hals Würgen hervorruft und schwere Sprache, schwere Strafe. Das ist die Alternative. Und heute, inshallah, möge Allah uns zu denjenigen machen, die Allah heute zu denjenigen schreibt, denen Allah heute vergibt, alle Sünden. Und die aus diesem Ramadan hinauskommen lässt, als Muttaqin.
Denn viele Leute, ich will nichts Falsches sagen, ja? Wir können Dua machen für alles. Für Gesundheit, für Verzeihung der Eltern und so weiter. Aber ich höre oft, dass Leute sagen, mach bitte Dua für vielleicht für den oder den, der ist krank, meine Oma oder so und so weiter. Aber das Wichtigste ist eigentlich für dich, dass du, ich sage nicht, das ist falsch, das ist gut. Mach weiter so. Aber nicht, dass wir das Wichtigste vergessen. Der wichtigste Proviant in Akhira ist was? Taqwa. Wenn du Taqwa hast, alle deine Probleme sind gelöst. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Wer Allah fürchtet, den wird er versorgen, von wo er es nicht gedacht hätte, und den wird er einen Ausweg schaffen. مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Wer Allah fürchtet, wird er seine Angelegenheit leicht machen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Wer Allah fürchtet, den wird er seine Sünden vergeben, und den wird er was? Dem wird er seinen Lohn vermehren. Wallahu ma'al muttaqin. Allah ist mit den Gottesfürchtigen. Und hier aus dieser Schule musst du rausgehen als jemand mit Taqwa. Denn Allah sagt im Koran, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Das Fasten ist euch vorgeschrieben wie den vor euch. Er fängt an mit Iman. Ya ayyuha alladhina amanu. Mit dem Glauben kommst du rein und mit was kommst du raus? La'allakum tattaqun. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Deswegen sage ich euch, diese Nacht ist lang. Wer nicht hier bleiben kann, er soll sich zumindest zu Hause den Wecker stellen. Zumindest zu Hause den Wecker stellen, dass er aufsteht. Und wenn er das letzte Drittel der Nacht hier nicht schafft, und soll zu Hause beten, weil es zu schwer für ihn ist. Soll zu Hause beten. Soll wie der Prophet seine Frau aufwecken, seine Kinder aufwecken. Soll zusammen beten mit denen. Vielleicht noch zwei Rakats, vielleicht mehr. Vielleicht Witter, vielleicht Schiff vor Witter. Und dann soll er etwas Koran lesen. Lest zwei Juz, lest einen Juz vom Koran. Subhanallah, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? من كرى حرفا من كتاب الله فله به حسنة. Wer einen Buchstaben vom Buch Allahs liest, ist Hasana für ihn. والحسنة بعشر أمثالها. Und dann sagt er, und ein Hasana sind wie 10 Dirhams. Das heißt, pro Hasana 10 Hasanat. Und heute sind wir im Inshallah Laylatul Qadr, und der Ajr wird nochmal ad'afan kathira, noch vermehrt. Ja, überleg mal, du liest einen Buchstaben vom Koran. Und dann sagt er, ولا أقول ألف لام ميم حرف لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Ich sage nicht ألف لام ميم ist ein Buchstabe, sondern ألف ist ein Buchstabe, لام ist ein Buchstabe und ميم ist ein Buchstabe. Deswegen, das soll man sich vornehmen, dass man wirklich im Gebet steht diese Nacht und jede Dua macht. Jede Dua. Allah sagt im Koran, وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي كَرِيبٌ. Wenn deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Das heißt, die Dua ist Istighfar und Qiraatul Quran. Und wer nicht hier bleiben kann, soll nach Hause gehen. Aber aufpassen, weil zu Hause kann schnell passieren, dass der Shaitan einen erwischt und dann auf einmal aufsteht, ist es zu spät. Und dann hat man die ganze Nacht verschlafen. Kann sehr schnell passieren. Deswegen hier hat man so, unter der Herde hat man die Sicherheit. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli al-layl. Ja, also wenn jemand ins Bett geht und der nimmt sich vor, dann später aufzustehen und die Nacht zu beten, ja, dann, was ist mit ihm? Er kriegt den Ajr, ja, der kriegt also kutiba lahu manawa, dem wird das geschrieben, was er beabsichtigt hat, wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbihi, und dem sein Schlaf ist dann von Allah sadaqa für ihn. Also selbst wenn du nach Hause gehst, aber ich gebe ihm den Tipp, dass er inshallah hier bleibt mit der Jama'a, dass wir zusammen beten und dass man sich wirklich dann mit Qiraatul Quran beschäftigt. Das ist eine der größten Taten überhaupt, die man heute machen kann. Das war die kurze Motivationsrede. Und macht viel Dua für mich heute, auch wenn ihr im Sujud seid. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Und möge Allah von uns unser Qiyam und unser Siyam annehmen und uns zu Muttaqin machen. Amin.